Hallo, liebe Abonnenten und sonstigen Zuschauer dieses Videos. Ich bin's mal wieder. Mal wieder mit Nuketown 2025. Beziehungsweise mit der PDW 57. Nur diesmal im Modus Herrschaft. Ja, wer so meine Videos kennt, der weiß ja, dass ich so überhaupt nicht so die Deckung suche, beziehungsweise abwartend spiele, sondern meistens wie ein Blöder über die Map renne und ja, auf der Jagd nach Abschüssen bin. Mich interessieren eigentlich auch nicht großartig die Abschussserien. Ich will einfach nur Action. Ich liebe das, wenn es einfach so richtig abgeht und man gar nicht mehr weiß, wo man zuerst hingucken soll. Das ist natürlich dann auch immer nicht so doll für die, ja, wie soll ich sagen, für die Abschlussserien, da die ja dann oft von mir vermasselt werden, dadurch, dass ich nicht auch ein bisschen mehr die Deckung suche. Aber das ist mir dann meistens nicht so wichtig. Deswegen läuft es manchmal halt nicht so gut und manchmal bin ich doch sehr zufrieden. Auch mit diesem Gameplay hier, muss ich sagen, bin ich höchst zufrieden, weil ich halt öfters auch wesentlich schlechtere, ja, wie soll ich sagen, KD habe. Ja, aber jetzt wollte ich noch mal kurz darauf zurückkommen, worum es gehen soll, mein jetziges Thema sozusagen. Das ist nämlich, ja, ob ihr eure Spiele lieber als, ja, wie soll ich sagen, als Spiel mit Verpackung kauft, oder ist es bei euch mittlerweile auch schon, dass ihr meistens Keys kauft, also Game Keys, sozusagen bei Keyshops oder bei eBay. Und darauf gekommen bin ich, weil ich gemerkt habe, dass ich jetzt dieses Jahr fast nur noch Keys gekauft habe. Wie gesagt, bei eBay und in so Keyshops. Früher war ich ja eigentlich eher ein großer Gegner von solchen Sachen, da mir schon eine Verpackung wichtig war. Ich wollte das Spiel immer auf einer CD bzw. DVD haben. Und mein Regal hier ist sehr gut gefüllt mit Spielen PC-mäßig, Xbox, PlayStation 3 und Super Nintendo halt, weil ich ja schon lange gerne spiele. Irgendwann fing das dann an, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, dass ich dann anfing, den ersten Key zu kaufen. Natürlich kritisch, weil ich auch immer dachte, ja, das funktioniert nicht richtig, da hast du nur Probleme mit, na, lass das mal lieber, warte lieber auf vernünftige Angebote, weil man muss ja echt sagen, die Keys, die haben meistens sehr gute Preise, selbst wenn die Spiele ganz neu sind. Ja, und so kam es dann, dass das immer öfters der Fall war, so wie mittlerweile in diesem Jahr, ich glaube ich nur noch, oder fast nur noch Keys gekauft habe. Nicht ganz, fällt mir gerade ein. Aber fast nur noch halt. Und ja, da würde mich halt auch interessieren, ob das bei euch genauso ist. Ob ihr auch nur noch Keys kauft oder ob ihr mehr Wert legt auf eine vernünftige Spielepackung und einen Datenträger halt. Wie gesagt, so CD, DVD. Und ja, ich habe nämlich auch, wie Black Ops 2 habe ich auch nur als Key gekauft. Battlefield 3 als Key. Far Cry 3 habe ich auch als Key geholt. Borderlands 2 auch. Also auch die großen Titel. Und die waren wesentlich günstiger. Ja, okay, Black Ops 2 war schon eigentlich teuer, auch der Key. Ich muss auch noch dazu sagen, bei Steam selber, wenn die Spiele neu rauskommen, bei den, ja, ich sag jetzt mal Originalpreisen, wo die ja wirklich dann irgendwie 49 Euro oder 59 Euro kaufen. Na, das sehe ich nicht ein. Das ist ja kein Angebot. Aber wie jetzt zum Beispiel bei Steam ist ja jetzt auch wieder diese Weihnachtsaktion angefangen. Da gibt es ja auch wieder super Angebote. Meistens schon auch hat man diese Preise auch bekommen bei den Game Key Shops. Eigentlich sogar oft noch günstiger.
Aber mittlerweile habe ich auch sehr viele Spiele gekauft bei den Sales von Steam, wo man ja auch dann einen Key bekommt, den man aktiviert. Das ist ja im Grunde ja nicht viel anders. Und da muss ich sagen, da kann man ja ordentliche Schnapper auch machen. Egal jetzt halt, ob in den Keyshops, bei eBay oder auch bei Steam. Wie jetzt auch wieder. Nur nachdem ich jetzt schon dieses Jahr so viele Keys gekauft habe, zu wirklich Spottpreisen teilweise oder guten Preisen, habe ich, naja, jetzt nur noch wenige Angebote, die mich reizen. Was aber natürlich nicht schlimm ist. Ich meine, nächstes Jahr kommen ja auch wieder jede Menge neue Spiele und da freue ich mich auch schon. Ich habe auch schon so viele Spiele auf dem Steam-Konto, die ich noch überhaupt nicht gespielt habe. Auch Far Cry 3, da habe ich bisher auch nur kurz reingeguckt. Borderlands 2 auch, ja, mit ein paar anderen halt online gezockt, aber halt noch nicht oft. Da von den ganzen Spielen wollte ich ja eh noch auch Let's Plays machen oder Gameplays. Das wird auch noch kommen, aber man hat einfach nicht so richtig die Zeit dazu. Und dann, obwohl ich ja auch schon Urlaub hatte, der leider ja auch schon wieder um ist, ja, da merkt man auch immer, wie schnell die Zeit vergeht. Viele Spiele und wenig Zeit. Aber naja, was soll man da machen, ne? Das ist nun mal so. Das ist jetzt aber auch egal. Es geht ja, wie ich auch sagte, hauptsächlich jetzt darum, ja, wie ihr das macht, kauft ihr auch hauptsächlich Game Keys bei den Shops oder eBay oder anderen Möglichkeiten, Steam und so weiter, Origin fällt mir auch noch ein, oder kauft ihr doch lieber Verpackungen, ne, mit Datenträgern, also wie es früher gang und gäbe war, ein richtiges Spiel mit richtiger Verpackung, ordentlicher Anleitung, was weiß ich, mit Postern und was so alles immer da drin war. Ja, das würde mich halt interessieren. Wäre schön, wenn ihr mir dazu ein paar Kommentare schreibt. Und ja, das soll es dann ansonsten gewesen sein. Ach nee, ich wollte ja noch einen Postkollegen von mir grüßen. Das habe ich ihm versprochen. Das werde ich hiermit auch tun. Einen schönen Gruß an dich, Gökhan. Dein Wunsch ist hiermit erfüllt. Und auch, was auch mal wieder Zeit wird, ich möchte mich auch mal für die ganzen lieben Kommentare von euch lieben Abonnenten bedanken und ja, Aufmunterungen und so, ne? Ich soll mich nicht beirren lassen von irgendwelchen negativen Kommentaren. Ja, dafür wollte ich mich zumindest auch mal bedanken und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder beim nächsten Video dabei. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wie das Gameplay, also wie der Score ist, wie es ausgeht. Es war, glaube ich, irgendwas mit 57 zu 24 oder so. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, da hier werde ich nochmal schön in der Base sozusagen angreifen. Ja, soll es auf jeden Fall gewesen sein. Und ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Spaß an den letzten Minuten hier vom Gameplay und seid dann auch wieder beim nächsten Mal dabei. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Video. Gesichert. Wir verlieren B.